Was hängen die eigentlich alle in dem Wasserloch rum, ey? Als ob's sonst nichts zu saufen gäbe. Dann würde ich ganz gerne noch ein Erdending. Zack. Jep. 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 Und tschüss. So. Und hier das Loch stopfen will ich auch noch. Und von denen da drüben reden wir jetzt gerade gar nicht. So. Was ich jetzt vielleicht für oben mache. Eigentlich. Nö, also. Na, ist egal. Unser Einstieg ist hier. So, was ich dann für hier oben mache. Ach, auch egal. So. Wir gehen jetzt auf jeden Fall so ein bisschen unsere Dinge runterhauen. Ob die jetzt direkt an mich gehen oder runterfallen, ist mir eigentlich gerade egal. So, und dann müsste man darüber eigentlich relativ entspannt. Relativ entspannt runterfallen können und an irgendwelchen Viechern hängen bleiben. So. Hasenfell. Zu schade nur, dass ich dafür gerade keinen Platz habe. So. Also, weiter geht's. Diorit kann ich auch nicht mitnehmen. So, dann lassen wir das Diorit halt liegen. Für den Anfang zumindest. Okay, dann ginge hier wieder einer runter. So, dann. Jojo, jo, bleib mal liegen. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal wieder einen Aufstieg übrigens. Das ist gar nicht so schlecht. Und hier geht's wieder rüber, rüber, rüber. Ah. So. Dann hätten wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Dann müsste ich immer schauen, kriege ich die Steine los? Ja, und die Erde, ja. Ganz viel Erde kriege ich los. So, die brauche ich gerade eigentlich nicht. Was ich jetzt eigentlich wirklich brauche, sind die Steine. Aber das ändert ja nichts. Da müsste ich ja jetzt von der Seite hier hoch können. Wenn mich die unsichtbaren Viecher lassen. So. Genau. So, und dann wäre an der Stelle hier einfach mal rüberlaufen.
Ja. Noch eine Spitzhacke, eine haben wir noch. Das reicht uns jetzt hierfür erstmal auch. Zumindest für diesen Teil des Steinbruchs reicht uns das. Okay. Da hinten würde ich ganz gerne noch so ein paar Schwebedinger vernichten. Und dafür markiere ich die eigentlich nach oben. So, ich weiß bloß nicht, ob das groß was bringt. Ob ich die von unten dann sehe. Von oben. Aber wir können es ja auch einfach so machen. Dass wir quasi einfach alles weghauen, wo wir drunter laufen können. Von unten. So, das von oben müsste klappen. So, dann weiß ich hier auf jeden Fall, okay. Da ist noch nicht alle Erde weg. Wer macht denn sowas? Wer haut denn nicht alle Erde weg? Mann, wie unzuverlässig. Das war doof. Und tschüss. Okay, dann würde ich hier mir quasi wieder einen kleinen Aufstieg machen. Weil wir wollen ja. Das ist ja auch noch Erde, ne? Gut. Wie gesagt, wir würden uns eigentlich einen Tagebau wünschen. Das heißt, Tagebau ist von oben nach unten. Das heißt, wir arbeiten uns wirklich von oben nach unten runter. So. Und wie gesagt, da haben wir hier halt jetzt so einen lustigen kleinen Steinbruch, den wir jetzt halt auseinanderruppen. Und es ist auch wahnsinnig spannend, sowas zu tun. So, hier das Zeug haben wir auch noch weg. Gut. Können wir dich noch mitnehmen? Das hier ist jetzt ein bisschen ungeschickt. Wenn man da so schlecht laufen kann drauf. Naja. Okay, es wird eh langsam mal Zeit, also ich würde jetzt hier noch spitzhackeln, bis mein Zeug voll ist und dann oder die Spitzhacke weg ist. Gut. Es ist eh gerade wieder an der Zeit zu schlafen. Dann würde ich doch mal, habe ich noch Erde am Start? Ja. Dann würde ich mir doch hier wieder das Ding zumachen und dann würde ich sagen. So, und jetzt ist ja meine Spitzhacke weg. Und das bedeutet für mich, mir sind wieder Viecher im Weg. Nein, hier. So. Das bedeutet für mich.
Jetzt haben wir erstmal alle Steine und alle Erde weg. Und dann schauen wir mal, was wir da bekommen haben. So, 64, 64, 64, 64. Sonst haben wir da eigentlich nichts 64es. Das Kopfsteinpflaster können wir eigentlich im Prinzip auch noch mitnehmen. Aber es ist gar nicht so viel, wie ich das eigentlich erwartet hätte, dass es wäre, was wir da jetzt abgebaut haben. Wir nehmen das trotzdem schon mal. Würden mal was essen. Und wie gesagt, wir nehmen das trotzdem schon mal und bauen dann an unserer Mauer weiter. Wobei hier habe ich noch Erde. Nein, die habe ich ja gerade weggegeben. Nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz würde ich meine Mauer weiterbauen. Wobei wir da jetzt halt den Durchgang irgendwie offen lassen sollten, damit wir weiterhin zu unserem Steinbruch kommen. So. Genau. Und dann können wir das doch eigentlich mal schauen, ob wir nicht einfach so hier wieder reinziehen. Und dann ist der erste Block auch schon fertig. Ich überlege gerade. Das wäre die nächste Schicht. Also wir fangen jetzt wirklich einfach erstmal damit an, die Mauer komplett hochzuziehen. Und sonstige Verwohltätigungen machen wir dann später. Zack. Und zack. Und dann würden wir mal dahin gehen. So. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir nicht jetzt schon, also das eine ist, wir hätten gar nicht unten komplett aus, naja doch eigentlich schon, hätten wir vielleicht gar nicht komplett ausstaffieren müssen, also aushöhlen. Auf der anderen Seite schadet nicht, wenn wir das machen. So, und hier würde ich jetzt gerne mal sagen, okay, das ist die einmal, zweimal, dreimal Boden und Zinnen. So, hier, 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 hier. Und wir können es dann natürlich auch wirklich so machen. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 7, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Und 1 und 2 und 1 und 2.